Im folgenden Video geht es um das Thema Suizidalität und Traumapädagogik. Die Inhalte dieses Videos können belastend sein. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie kostenlos folgende Nummer anrufen. Lisa, eine Bewohnerin der Wohngruppe Sonnenblumenweg, hat sich gegenüber Freunden suizidal geäußert. Diese haben es dem Team der Wohngruppe mitgeteilt, welches daraufhin aktiv wird. Nun wird der Sozialarbeiter Alex tätig, indem er das Gespräch mit Lisa sucht. Auf Lisas Wunsch findet dieses draußen im Park statt. Wollen wir uns dort auf die Bank setzen? Ja. Ich habe den Eindruck, dass es dir nicht gut geht. Ist das der Grund, warum du dich suizidal geäußert hast? Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du das Gefühl, dass das Leben nicht lebenswert ist? Es ist in Ordnung, dass du diese Gedanken hast. Ich würde dich gerne verstehen, damit ich dir helfen kann. Ja, am Wochenende war ich zu Hause und das war nicht so toll. Okay, magst du vielleicht erzählen, warum es nicht so toll war? Ja, Papa war zu Besuch. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und dann kamen diese Sachen wieder hoch. Ja, das verstehe ich. Ja, seitdem kann ich nur noch daran denken, was er mir angetan hat. Und ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Albträume. Ich bin einfach antriebslos. Es geht mir einfach nur noch scheiße. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich will nicht mehr leben. Das verstehe ich. Dass die Situation vom Wochenende deine Erinnerung von früher hervorgerufen haben und dass du diese Gedanken hast. Ich bin froh, dass du dich mir gegenüber öffnest. Du sollst wissen, dass wir alle hinter dir stehen und du uns von deinen Belastungen erzählen kannst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlecht geht es dir gerade? Schon so eine 8. Ich kann mit den Albträumen und Gedanken nicht mehr leben. Ich werde sie einfach nicht los. Sie kommen immer wieder hoch. Und seit ich meinen Vater wiedergesehen habe, ich will das alles nicht mehr. Hast du daran gedacht, dir etwas anzutun? Schon irgendwie, keine Ahnung. An was denkst du, wenn du sagst, dass du dich umbringen möchtest? Denkst du oft daran? Der Gedanke, einfach tot zu sein, kam mir schon mal, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, mich vermisst doch sowieso keiner. Hast du dir Pläne dazu gemacht? Nee. Hast du dir vorher schon einmal versucht, das Leben zu nehmen? Nein. Ist es denn schon einmal gefährlich geworden? Standest du schon einmal kurz davor? Nein. Ich habe den Eindruck, dass du durchaus die Gedanken hast, dir das Leben zu nehmen. Ich möchte dir gerne helfen. Wie denn? Wenn du meine Hilfe möchtest, würde ich dir an erster Stelle bei Fragen und Anliegen zur Seite stehen. Wenn du also das Gefühl hast, deine Situation wird schlimmer, kannst du dich zu jeder Zeit an mich und das Team wenden. Ich mache mir gerade Sorgen um dich, weshalb ich möchte, dass du mir versprichst, dass du dir in den nächsten 5 Tagen nichts antust. Denkst du, dass du das schaffst? Ja, das schaffe ich schon. Das finde ich stark von dir. Wärst du auch bereit, einen schriftlichen Vertrag zwischen dir und mir abzuschließen? Das gibt mir die Möglichkeit, weitere Unterstützungen für dich heranzuholen. Ja, okay. Als nächstes werde ich unter anderem deine Ärzte informieren. Ja, okay. In dem Zeitraum wird der Traumapädagoge sich mit weiteren Stellen wie TherapeutInnen und ÄrztInnen austauschen, um weitere Hilfen anzusetzen. Dabei wird Lisa von dem Traumapädagogen über den Verlauf und die weiteren beteiligten Personen in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus bietet er Lisa immer wieder eine Begleitung an, damit Lisa nicht alleine durch den Prozess gehen muss. Eine kontinuierliche Betreuung ist mit einer der wichtigsten Aufgaben für Fachkräfte.
Im weiteren Verlauf wird der Traumapädagoge mit Lisa zusammen einen individuellen Notfallplan erstellen. Darin werden unter anderem Fragen geklärt wie: Was kann Lisa tun, wenn Suizidgedanken drängender werden? Wen kann Lisa anrufen? Wo sind die Telefonnummern zu finden? Wo kann Lisa sich alternativ Hilfen suchen? Was ist für Lisa selbst wichtig? Lisa hat ein Trauma aus ihrer Kindheit, welches am Wochenende durch die Anwesenheit ihres Vaters zu Hause erneut hervorgeholt wurde. Es gibt unterschiedliche Risikofaktoren, die Menschen zu suizidalen Handlungen oder Gedanken bringen können. Dazu zählen zum Beispiel psychische Erkrankungen wie Depression oder Persönlichkeitsstörungen, Missbrauch von Drogen und Medikamenten und, wie in Lisas Fall, ein Trauma, welches durch einen Missbrauch ausgelöst wurde. Wichtig zu wissen ist, dass suizidale Menschen sich im Verlauf ihres Suizids in unterschiedlichen Phasen befinden, in denen sie unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Die erste Phase ist die präsuizidale Phase. In dieser Phase ist der Mensch beispielsweise durch eine psychische Erkrankung geschwächt. In Lisas Fall ist die Schwächung sowohl das Trauma aus der Kindheit als auch der Vater vom Besuch am Wochenende. In der zweiten Phase, die Mental Pain Phase, wird der Mensch durch ein einschneidendes Ereignis aus der Bahn geworfen. Bei Lisa ist dies wieder die Kombination des Traumas und des Besuches am Wochenende. An diesem Punkt befindet sich Lisa derzeit. Wenn dann die Planung des Suizids ansteht, bekommt der Mensch Vorfreude. Die damit verbundene Entspannung und das Glück sind ein Zeichen dafür, dass er vorher sehr depressiv war. Das wäre dann Phase 3. Hier ist Smalltalk möglich, aber kein intensives Gespräch. In der vierten Phase findet eine starke Ambivalenz bei der betroffenen Person statt. Diese überlegt, ob sie den Suizid durchführen möchte. Bei der finalen Suizidhandlung wird der Suizid durchgeführt. Die Aufwachphase kennzeichnet sich dadurch, dass die betroffene Person den stattfindenden Suizid bereut. Für uns ist es wichtig, dass Lisa sich nicht in eine der nächsten Phasen begibt. Wenn sich eine Person suizidal geäußert hat, kann man die 7-Schritt-Methode anwenden, bei der man zuerst den Kontakt zur betroffenen Person aufnimmt, ihr Akzeptanz und Verständnis entgegenbringt, um eine Beziehung aufzubauen. Die betroffene Person soll die Möglichkeit bekommen, sich zu ihrem Anliegen zu äußern. Dabei ist es wichtig, aufmerksam zuzuhören und Inhalte zu wiederholen, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Durch das Gespräch konnte der Traumapädagoge Hilfe anbieten, welche Lisa angenommen hat. Das ermöglicht eine Krisenintervention und Weiterbehandlung mit Lisa auszuarbeiten. Das ist in dem Phasenmodell zwischen Phase 4 und 5. Die Übergänge sind nicht statisch und gehen immer ineinander über. Dies lässt sich in dem zuvor dargelegten Gespräch wiederfinden. Im späteren Verlauf wird dann eine Einordnung des suizidalen Verhaltens im Bezugssystem stattfinden. Am Ende des Prozesses ist es für alle beteiligten Helfer wichtig, sich zu relativieren, damit in unserem Fall Lisa selbstständig zurück in ihren Alltag finden kann.